So, das ist hier die Promenade in Travemünde am 8. April 19 Grad, Wasser 5 Grad. Ja. Ja, so meine Damen und Herren, ich möchte aber dazu sagen, das, was Sie heute hier gesehen haben, die Badeaktivitäten, ich bin im zweiten Film rausgeschwommen, dort, wo ich ins Wasser ging, bis zum DLRG-Turm Richtung Bodner Ufer und wieder zurück. Das war die Zeit, wo man mich da nicht im Bild sah. Und als ich wieder sozusagen Richtung Strand schwamm, wurde das Wasser einfach nur richtig warm und angenehm. Also ich sag mal, man hatte fast den Eindruck, als Außenstehender, der Mann da, der wärmt sich da wieder auf. Ja, es ist einfach wahr. Und ich kann nur sagen, das Wasser da vorne in dem seichten Bereich, wo das Wasser 20, 30 Zentimeter Tiefe hatte, da hatte das Wasser auch keine 5 Grad, sondern das waren vielleicht 8 Grad. Also vielleicht sogar 10 Grad. Und nachdem man jetzt da gut 10 Minuten in dem 5 Grad Wasser geschwommen ist, kann man da auch noch eine Weile ruhig drin bleiben. Das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur schön. Das ist wie im Sommer. Ja. Nicht, wenn man sich an solche Temperaturen mal gewöhnt hat. Das ist ja gerade die Kunst des Herbstbadens. Ja, dass man dann den Körper an diese kühleren Wassertemperaturen gewöhnt. Und dann kann man auch bei 10 Grad da munter in der Sonne planschen. Ja, und mit diesen Eindrücken, meine Damen und Herren, viel Freude bei Ihren eigenen Versuchen und Erfahrungen. Übertreiben Sie es nicht. Ja, keine Heldentaten. Und mit diesen Eindrücken geben wir zurück an die uns angeschlossenen Funkhäuser. Bis zum nächsten Mal. Ja, machen Sie es gut.